Digga, ich hab richtig, ich weiß, welchen Stadionblock ich mir reinziehe. Ich zieh mir den aus dem Porto-Spiel rein. Gamer Burger. Porto. Ah, es war ein geiles Stadion auch. Da hat Schalke zwar auch verloren, aber es war ein sehr geiles Stadion, Alter. Es war ein sehr, sehr geiles Stadion. War auch ein geiler Trip. Da war ich mit meinen Jungs unterwegs. Mit, wie viele sind denn das? Vier Kumpels, mit denen wir auch immer zusammen, also wenn nicht gerade Corona ist, gucken wir immer zusammen die ganzen Schalke-Spiele. Und da sind wir mal auswärts zu einem Spiel gefahren. Das war sehr, sehr geil. Das war richtig cool, Mann. Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Ja, nach Ewigkeiten gibt es mal wieder tatsächlich einen Stadion-Vlog. Ich habe es euch ja angekündigt, ich bin heute bei Porto gegen Schalke. Mit dabei ist heute. Aber ist schon krass, ne? Guck mal, das ist auch 2018. Und da bin ich meiner jetzigen Version. Da sind wir schon deutlich näher dran, kann das sein? Heute der bestaussehendste, freundlichste, charmanteste Typ auf ganz YouTube. Ah, nämlich ich. War ein Witz, ne? Nö. Moin Digga, alles fit bei dir? Ja, was geht? Finde Der so eine findet uns natürlich auch mit Legende, am Start. Alter. Und bringen hoffentlich 3 Punkte mit. Wir gehen gleich auf jeden Fall zu den ganzen anderen Schalke-Fans, die sich gleich im Porto treffen. Um 15:30 Uhr gehen jetzt vorher noch ein bisschen was essen. Absolut typisch deutsch so. Du kannst irgendwas geiles portugiesisches essen, was machen so Kerndeutsche. Richtig. Ja, Döner essen ja. gehen. Döner essen gehen. Aber ne? Wir sind tatsächlich direkt Döner essen übertrieben gegangen. Nice. Ehrlich. Ja, Mann, ohne Scheiß. Also wenn ihr mal Urlaub machen wollt, Porto. Geile Stadt. Gibt es auf jeden Fall was Phrasen und ja, Döner halt. Ne? Man kennt Porto ist ihn. Eine wunderschöne Sehr gerne Stadt, eine ehrlich. positive Bewertung da, falls Wunderschöne ihr Bock Stadt, auf mehr Porto. Stadion-Vlogs habt. Wenn ich mal auf irgendeiner geilen Auswärtsfahrt bin, dann lasst mich das gerne wissen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal hier richtig entspannt. Die war auch da, ja. Bad Phrasen. Döner, Kebab, Pizza, jalla. Geil. Ah, das So, war der richtig dritte lecker. Weltkrieg ist ausgebrochen. Wir haben jetzt gerade lecker Döner gegessen, was man auch sonst in Porto macht. Wir kommen jetzt zu den Tipps hin. Lecker. Das ist immer voll süß. Wenn du mit einer Kamera rumläufst und Kollegen dabei hast, die das nicht so gewohnt sind und die wollen unauffällig sein, aber dadurch, dass die halt straight up nur in die Kamera reinglotzen, sind die richtig Ah, auffällig. Döner. Grüße gehen raus an meinen Homie Timo. Der einfach so 5 Sekunden am Stück einfach planlos in Ja, die was man auch Kameralinse sonst im Porto reinlässt. macht. Wir kommen jetzt zu den Tipps hin. Oh, ja, Prost Ja, erstmal. Prösterchen. Ich würde, glaube ich, sagen 1-2 für Schalke. Ganz knapp, aber Schalke gewinnt auf jeden Fall. 2-0 Schalke. 3-2 auswärts. 2-1 Schalke. Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Ich sag 3-1. Für Schalke. Bei ihm läuft! Das war geil, Alter. Das war sehr geil, Mann. Geil, Alter. So, wir haben auf jeden Fall noch korrekte Zuschauer getroffen und ihr haut jetzt auch noch euren Tipp raus. 2-1. Ja, 2-0 Schalke. Bestenfalls zweimal die Santo. Ja. Da muss aber Ostern Die Santo ist so eine Legende, ja. Alter. Ja, was meint ihr, wer macht die Tore? Schiff Geil, dann auf einen guten Game, ne? Und auf einen guten Burger. Simon Benny Fuchs. Ah, es war sehr geil, Mann. Es waren auch so viele Fans da, ne? Krank, Alter. Ich reacte hier einfach gerade auf eine Auswärtsfahrt vom glorreichen FC Schalke 04 in der Champions League. Nächstes Jahr drehe ich einfach Stadion-Vlogs von Sandhausen oder so. Ei, scheiße, Mann. Ich muss mich einfach gerade mit dem Gedanken anfreunden, dass ich das hier in den nächsten 20 Jahren nicht mehr sehen werde. Ja, Freunde, mit Verkehr ist hier nicht mehr viel. Hier sind ein paar Menschen. Schalke!
Freunde. Die Ultras und der ganze Auswärtsblock. Die sind jetzt zur Bahn. Wir gehen nochmal kurz nach Hause zu unserem Luxe. Oh, wir hatten noch so eine wilde Airbnb-Absteige. Das war einfach, die Airbnb-Absteige war einfach ein einziger IKEA-Schrank. Es war einfach, bau dein Haus von IKEA. Es war einfach ein einziges IKEA-Möbelhaus. Seriösen Airbnb. Ich muss definitiv nochmal meine Jacke wechseln. Mit dem Porto. Haben die Blur-Typen explizit gesagt, dass du sie damals blurren sollst? Nee, ich muss dazu sagen, ich war damals, was das angeht, noch sehr grün hinter den Ohren, was so Auswärtsfahrten und so angeht. Und hab damals noch nicht gewusst oder das nicht hinterfragt, dass es einfach nicht so cool ist, Ultras bei ihrem Dasein zu filmen, weil die das selber nicht wollen. Und ich muss aber sagen, also die Ultras, mit denen ich damals gequatscht hatte, die sind sehr, sehr korrekt zu mir gewesen. Und da ist auch eine Szene, die ich dann rausgeschnitten hatte, da hatten die so eine große Fahne und so aufgebaut. Ich habe damals noch nicht so Plan gehabt. Und die haben dann gesagt, Bro, es wäre korrekt, wenn du es löschen könntest. Weil muss halt nicht jeder sehen. Ne? Und da ich halt in der Ultraszene auch gar nicht drin bin, macht man das natürlich dann gerne. Ne? So sind einfach Ende November 18 Grad. Ja. Ja, aber wir haben damals die ganze Stadt, wir haben die ganze Stadt leer gesoffen und die ganze Stadt voll gepisst, Alter. Das war echt asozial, Mann. Einfach die Schalke-Fans haben damals den ganzen Biervorrat in Porto weggesoffen. Es gab einfach in der ganzen Stadt kein Bier mehr. Ich sag euch, ist geil, ne? Ist lecker, Freunde, ja. Da ist jetzt hier ein bisschen zu warm. Wir sind uns gleich wieder. Zeige ich euch nochmal kurz unser legendäres Airbnb. So, kurzer Jackenwechsel. Das ist einfach ein einziges Ikea-Möbelhaus gewesen. Ordnung wird auf jeden Fall bei uns groß geschrieben. Ja, na klar. Freunde, wir laufen ohne Scheiß im Stadion. Original, wir laufen nur solche Wege hoch. Ich sollte weniger Shisha rauchen, ohne Scheiß. Warum laufen wir immer Steigung? Ja. Ich weiß nicht, wir sind lange gelaufen. Sehr viel bergauf. Haben wir es echt gefunden, ey. Sieht schon geil aus, muss man sagen. Yeah. Oh. Da-da-da. 10 Junge. Komm ran. Das ist auch endlich reingegangen. Der eine Typ vor mir, der war so lange diskutiert, weil eigentlich dürfen da keine Schalke-Fans hier rein. Ja, das war ein bisschen. Jo, stimmt. Wir hatten damals, das war damals richtig krass. Es gab richtig Struggle, weil es durften eigentlich keine Auswärtsfans. Also Schalke-Fans durften nicht auf Nicht-Auswärtsplätze, weil irgendwie im Hinspiel haben die, glaube ich, einen Porto-Fan K.O. gehauen oder so. Und der war auch irgendwie lange im Krankenhaus, weiß nicht, ist er sogar gestorben oder so, keine Ahnung. Das war ein bisschen angespannte Stimmung da. Und die Kontrolleure haben Action gemacht, ne? Also es war wirklich krass. Da sind auch reihenweise Schalke-Fans dann dadurch nicht ins Stadion gekommen. Struggle, Freunde, wir sind heute... Warte! Wir sind heute neutral. Wir mussten Schalke-Trikot-Schal alles verstecken, weil die uns sonst nicht reingelassen hätten. Das war mega unnötig eigentlich. Ja, aber ich sag halt zum Film immer, der ist ein bisschen ein Otto geworden. Aber ich habe Respekt vor. Wie war das noch mit nur ein Memes? Eben. Wer ein Smiley zu viel... Der hat am Ende auch nichts mehr zu lachen. Ist doch Allgemeinwissen. Macht, der hat irgendwann auch nichts mehr zu lachen. Freunde, absolut sad life. Mein Gimbal wurde abgezogen. Es tut richtig weh. Also stimmt, ich durfte meinen Gimbal von der Kamera einfach nicht mit reinnehmen. Und musste den weglegen. Lol. The fuck. Weil die irgendwie meinten, ja, das könnte man als Schlagstock benutzen. Das Bild muss ich an Lukas mal schicken. Oh. Wildes Standbild. Also Freunde, auf jeden Fall Hashtag Gimbal in die Kommentare, falls ihr euch wundert, warum ich das Video auf 10 Minuten strecken werde. Diese 19 Euro werde ich mir wiederholen, ja. Durch dieses Spiel, die 19 Euro hole ich mir wieder. Ansage an Porto, Stadion, Ordner, kommt. For me, one hamburger and one Coke Light. Thank you. Thank you. One Coke Light, please. I am, you know, I am achting auf my Ernährung, so I get hamburger and Coke Light.
for the healthiness. Hamburger Test. Oh, er war... Chat, ich habe noch nie sowas Ekliges gegessen, ne? Ich habe noch nie sowas Ekliges gegessen. Das waren zwei ungetoastete, unangebratene... Also es war einfach ein Brötchen mit so einem halbgaren Fleischstück drin und einer Scheibe Käse obendrauf. Es war so ekelhaft, ne? Im Porto-Stadion sah echt nicht so geil aus. Das war richtig eindeutig. Boah, ist ja scheiße, probier mal einen. Ja? Ist richtig scheiße. Oh. Alter, ist richtig kacke. Was geht ab, Mai? Bah, erstmal übergeben. Oh, Ladies. Wir betreten. Geil. Man muss sagen, wir waren auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ein bisschen voll. Also der Kollege Timo, den ihr gerade gesehen habt. Also Jan Lukas war richtig voll, der auch gerade so lost in die Kamera geguckt hat. Und Timo, das werdet ihr gleich sehen, der hat sich einfach im Stadion verirrt, weil der so voll war. Timo ist so ein Mensch, wenn der anfängt zu saufen, kein Gehirn mehr, ne? Da bei dem setzt alles aus. Also Freunde, diese Plätze, ne? 10 von 10, geile Plätze. Überschlag, ja. Rufen jetzt hier die Kicker-App auf. Und dann erfahren wir etwas. Das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Freunde, Franco Di Santo in der Startelf. Aber auch was für eine loste Aufstellung, ne? Bentaleb, Skripski, Konoplyanka, Di Santo. Das kann Sturm. Erzählen. Hamza Mendil. Eieieiei. Guckt euch die Aufstellung an. Eieieiei. Naldo, Stambouli, Nastasic, Mondil, Mascarell, Caligiuri, Bentaleb, Kono, Skripski, Di Santo und im Tor Ralle. Jetzt hilft nur noch beten bei dem Twitter-Post. Oh lol, damals schon im Twitter-Game drin gewesen. Jetzt hilft. Wenn Di Santo heute trifft, komplette Weekend League mit ihm vorne drin. Nur noch beten bei dem Twitter-Post. Wir machen jetzt ein Live-Tech-Experiment. 325k wächst, Freunde, let's go. Ich habe noch irgendwie 700 Scheiß Pay to Win übrig. Ja, geil. Komm, gönn. Gönn. Ja. Aber ich meine, kann man nichts machen, ne? Sieht man auch nicht allen Tagen. Das Porto-Stadion ist echt cool, Mann. Hört ihr im Hintergrund, wie ich am Schreien bin? Timo, geistig, maximal 12, findet unseren Platz nicht. Man kennt ihn. Timo! Ey, der Mensch, Alter. Er ist auch voll. Timo! Er ist auch voll. Timo, mach die Augen auf, Junge! Komm runter! Einfach Champions League Hymne bei einem Schalke Spiel. Einfach Champions League Hymne bei einem Schalke Spiel. Und Timo ist immer noch irgendwo am Arsch der Welt und findet den Platz. Kriegt von mir eine 11 von 10. Voll am Haten gewesen. Schalke 04! La, 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 la. Schalke 04! Ah, ich will im Stadion, Mann. Jawohl! Mendil! Come on!
mein Deal. Alter, Fährmann hat gerade so eine Gottparade rausgehauen. Schalke! Ja, Mann, das war so geil. Die Porto-Fans haben damals immer diesen Wechselruf gemacht. Porto. Porto. Und die Schalke-Fans haben das einfach für sich geclaimt und dann immer mit Schalke geantwortet. Das war richtig geil, Mann. Schalke! 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 Alter, das war ein sehr geiles Stadion. Naldo, der Gott! Fährmann! In der Halbzeit steht 0-0. Sandro hatte zweieinhalb Mal den Ball. Aber Fährmann hat zweimal richtig gut gehalten, muss man schon sagen. Also Porto bis jetzt schon ein bisschen besser im Spiel. Aber wir bleiben dran, Freunde. Wir haben ja mittlerweile, Moskau hat ehrenhafterweise gegen Galatasaray gewonnen. Wir sind eh safe im Achtelfinale, von daher. Mal gucken, aber so ein Tor zu sehen wäre halt noch ganz geil. Porto hat aber auch eine geile Torhymne. Das muss man ja lassen. Ist euch das übrigens mal aufgefallen? Im internationalen Vergleich. Wenn in deutschen Stadien ein Tor fällt, machen die Fans immer so intuitiv so, schreien also, ja! Wenn in internationalen Stadien Tore fallen, dann ist es eher so ein, wow! Ist euch das mal aufgefallen oder bin ich der Einzige und hab eine Krankheit? Safe, ich bin nicht der Einzige, der schon mal darauf geachtet hat, oder? Bin ich der Einzige? Ist euch auch schon mal aufgefallen? Meint in den Chat, wenn es euch auch schon mal aufgefallen ist. True. Franco, eins. Junge! Paar Einsen drin. Gut, dich. Gut. LOL, Digga. Was ist denn mit dem Pixel los? Alex Tilsch wird die ganze Zeit gepixelt. LOL. Perfekt, YouTube. Hä? Die Schulter von Tilsch wird einfach gepixelt. LOL, hier ist einfach Eder Militao. Tor! Auch wenn du das nicht so kannst. Ja, cool. Komm, jetzt geh mal, Junge! Ehrenkalijuri. Was hat Nabil Bentaleb auf Schalke so gemacht, als er da war? Hm, ja, Elfmeter. Also das war übrigens Ironie, weil Schalke war in dem Spiel auch räudig scheiße und die Schalke-Fans waren schon ein bisschen salty, weil da ging es halt um den Gruppensieg und unsere Mannschaft hat gespielt wie Flasche leer. So was hat man lange nicht gesehen, so schön, so schön. Auch wenn ich mir gerade ein Tor gegen Schalke angucke, wie geil ist bitte diese Atmosphäre im Stadion, wenn eine Mannschaft ein Tor schießt? Wie geil ist bitte die Atmosphäre, Mann? Wenn der Stadionsprecher den Vornamen sagt und die ganzen Fans den Nachnamen brüllen. Digga, ist einfach so ein geiles Feeling, Mann. Real Talk. Nico, hättest du mal lieber mehr über einen 32er auf einen 18er gespielt, Junge!
Oh, fuck, ich war aber auch voll, Alter. Ich war aber auch Real Talk voll. Das ist Schalke 04 in den letzten 3 Jahren gewesen. Vor die Fankurve stellen und sich nach dem Spiel entschuldigen. Man kennt ihn. Ja, Domenico, jetzt mal wieder mehr über einen 32er auf einen 18er gespielt, Junge. Guck mal, wie ich wiedergefunden habe. Thank you. Thank you, you're the best guy. Ehre! Ehre, Junge! Positive Wendung im Fall Porto. Nein, hab ich den Scheiß gewinnt. Geil. Mann, was für ein Fixe, ey. Ja, auf jeden Fall gut. Aber wie wild hier ab teilweise geblurrt wird. Oh, ich wollte jetzt eigentlich so ein so eine Szene machen, wie ich den Himmel filme und einfach mal moderierst und normal. Okay, erzähl weiter. Ich will mir aber auf jeden Fall guten Fußball gespielt. Hä? Ich hab auch. Digga, what the fuck? Dadurch, dass ich halt hier im Nachhinein ein paar Köpfe rausgeblurrt habe, es ist schon ein bisschen wild. Chat, seid mal ehrlich. Sollte ich so meine Videos immer gestalten? Findet ihr das besser, attraktiver? Würdet ihr das fühlen, auch für die Zukunft? Dann mal auch gerne jetzt die Zahl 8 in den Chat. Richtig getippt, 3-1, nur in die falsche Richtung. Ja. Wie lost ist das? War geil. Hä? Ich glaube, ich beende den Vlog auch hier. Viel mehr gibt es nicht zu erzählen. War cool, mal beim Auswärtsspiel dabei gewesen zu sein, aber... Ja. Es war irgendwie... Und jetzt... Hä? Halt so klar, dass wir zu so einem Spiel fahren werden, wo die richtig scheiße spielen werden. Die Santor hatte auch, glaube ich... Hatte auf jeden Fall mal den Ball, ne? Nicht lange. Ja, keine Ahnung. Hat trotzdem Bock gemacht, musst du echt sagen. Also, wenn ihr irgendeinen Verein habt, also jeder Verein hat Auswärtsreisen, gar keine Frage, aber wenn ihr einen Verein habt, der auch dafür bekannt ist, dass die Auswärtsfans da richtig Attacke machen, fahrt da mal mit. Das ist schon nochmal ein anderes Feeling, auch wenn man reinscheißt. War schon geil, muss ich sagen. Ja, haut auf jeden Fall rein, Freunde. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuschauen. War sehr geil. Am Ende keine 3 Punkte gelassen. Egal, wir sind eben Achtelfinale. Wir fliegen eh raus, aber... Ja, haben 7-0 gegen City kassiert. Kurz. Ja. Fahren wir da hin eigentlich, ne? Achtelfinale, fahren wir hin. Safe, Alter. Ja, also wäre ich dabei. Alles klar. Dabei. Lasst einen Daumen da. Ich hoffe, ich habe die 10 Minuten jetzt vorher besser lange gelabert. In dem Sinne. Ciao, ciao. So, jetzt aber, ne? Ja, jetzt. Ja, jetzt hier. Machen. Jetzt kann ich hier schön die Skyline von Porto filmen. Ja, yeah. Ist das nicht schön? Chat? Ich bin mal wieder dabei, eine Chat-Nachricht zu entschlüsseln. Der Reflex hat hier ein Manifest verfasst. Zeichnet sich, seinerzeit aus mit einem Fortnite-Profilbild. Ich zitiere. Ach, Gamer Brother, dann sag doch, dass du die Doku von FFM nicht gucken willst. Aber tu nicht so, als würdest du sie nicht sehen. Du Eierlecker von Monte. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich danke dir für deinen Beitrag. Und überlege mir jetzt, wie meine nächsten Schritte sein werden, okay? Danke dir auf jeden Fall für den freundlichen Hinweis. Es tut mir wirklich leid, dass ich, während ich auf Vlogs von meinem Lieblingsverein reagiere, nicht instant während des Schauens in eine Frankfurt-Doku reinslide. Ja? Das tut mir sehr leid. Da möchte ich mich hier nochmal in aller Deutlichkeit für entschuldigen. Ich werde auch daran arbeiten, in naher Zukunft nicht mehr an den Genitalien von Montana Black 88 meinen Speichel zu verteilen, okay? Sorry dafür. Digga, das ist der Outro-Song. Komm mal, damals schon VGO-Partner gewesen. Broski Kappa. Man kennt ihn.